Herr Wunsch, es gab eine aktuelle Presseaussendung. Es gibt jetzt definitiv Fälle, Corona-Fälle im Pflegeheim in Kindberg. Wie schaut jetzt die Situation dort gerade aus? Die Situation ist folgende, dass wir 9 Bewohnerinnen und 2 Mitarbeiterinnen positiv getestet haben. Das Land hatte schon vor dem Wochenende eine Volltestung aller Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen angeordnet, die seit heute 11 Uhr stattfindet. Und die Ergebnisse hoffen wir, dass wir sehr möglichst schnell bekommen. Das heißt, es sind jetzt Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen betroffen? Das ist richtig, ja. Die Mitarbeiterinnen sind schon seit ein paar Tagen abgesondert. Die sind zu Hause in ruhigen und im sicheren Bereich. Unsere Bewohnerinnen befinden sich alle in einem abgeschlossenen Wohnbereich, den wir gut absondern können und im Auge behalten können. Herr Obmann, es war nahezu zu erwarten. Es gibt jetzt den ersten massiven Auftritt von Corona beim SHV im Pflegeheim Kindberg. Wie ist man jetzt auf die Situation vorbereitet? Naja, wir haben wirklich Zeit gehabt, uns entsprechend vorzubereiten, haben das auch gemacht. Das SHV interne Krisenmanagement ist voll angelaufen. Wir haben rasch getestet, dadurch haben wir schnell Ergebnisse bekommen. Jetzt wissen wir, wie es ausschaut. Wir sind in engen Kontakt auch mit der Sanitätsbehörde. Das Wichtigste ist jetzt, auf unsere Leute aufzupassen. Und ich glaube, das gelingt uns auch. Man hat sich ja insofern auch darauf vorbereitet, dass man jetzt selbst Testungen beim SHV durchführen kann. Dadurch geht das ganze Prozedere viel schneller. Absolut. Wir müssen wirklich auf die Bewohner ganz besonders aufpassen. Im besten Fall, wenn wir vor 11 Uhr selber einen Abstrich nehmen, informieren wir selber ins Hygieneinstitut, lassen testen, wissen wir nach 4 Stunden das Ergebnis. Und so gewinnen wir den entscheidenden Vorsprung und die entscheidende Sicherheit für unsere Bewohnerinnen und Mitarbeiter.